meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal vom FIV Magazin. Mein Name ist Iva und ich nehme euch heute auf ein ganz besonderes Event mit. Und zwar werde ich gleich nach Düsseldorf fahren zum ISS Dome, denn dort findet heute Abend das große Finale von Germany's Next Topmodel statt. Und ja, ich werde für euch vloggen, ich werde ein bisschen hinter die Kulissen schauen, was so abgeht. Ich bin schon sehr gespannt, was die Models für Aufgaben haben werden, was überhaupt für Acts noch kommen werden. Ja, ich nehme euch heute mit und ich bin sehr gespannt, was mich erwartet und natürlich vor allem, wer Germany's Next Topmodel 2018 wird. Und ja, ich würde sagen, ich fahre jetzt mal los und dann sehen wir uns in Düsseldorf wieder. Gewonnen und jetzt läuft hier gerade Red im vollen Gange. Ich zeige euch das mal. Da unten. Und ja, ich gucke jetzt mal noch, was man hier noch so schön machen kann. So, wie man gesehen hat, gab es leider nichts mehr zu tun dort, da ich mit meinem Presseausweis leider nicht auf die Aftershow-Party komme. Fahre ich jetzt nach Hause, aber es war eine mega krasse Show. Die Stars, die da waren, es war wirklich unglaublich, Rita Ora zu sehen, Shawn Mendes zu sehen. Ja, die ganze Show drumherum, was die Mädchen gemacht haben. Und natürlich auch, wer gewonnen hat. Ich war immer heimlich für Toni und ja, es hat mich voll glücklich gemacht, dass sie gewonnen hat. Sie hat sowas von verdient. Sie ist auch in echt einfach, hat so eine krasse Ausstrahlung und ja, ihr Cover sieht auch einfach bombastisch aus. Ich bin mega gespannt. Wir sind echt, dass sie das mal in der Hand zu halten. Und ja, also ich bin ganz beeindruckt von der ganzen Show und von dem ganzen Drumherum und bin mega glücklich, hier gewesen zu sein. Und ja. Ja, und ich stehe jetzt hier gerade im Auto und warte noch ein bisschen, weil, ja, wie das ist noch so Veranstaltungen. Die Autoschlange ist mega lang. Da staut jetzt eh noch eine ganze Weile, deswegen komme ich jetzt mal ein bisschen runter und verdaue alle Eindrücke und ja, auf jeden Fall fahre ich jetzt nach Hause. Ich hoffe, euch hat dieser Vlog gefallen. Schaut mal hier vorbei in der Infobox, denn da verlinke ich euch meinen letzten Vlog. Da war ich nämlich mit meiner Mitbewohnerin zusammen auf den About You Awards. Das war auch sehr cool. Da habe ich euch auch jede Menge Behind-the-Scene-Eindrücke gezeigt. Falls euch das interessiert, schaut gerne mal vorbei. Wenn euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich sehr, sehr darüber freuen, wenn ihr den Kanal vom FIV Magazin abonniert, wenn ihr mehr solcher Videos sehen wollt, wenn ihr mehr Vlogs sehen wollt von mir oder auch andere Videos, dann gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben und schreibt es in die Kommentare. Und ja, ansonsten hoffe ich, euch hat das alles gefallen und ich wünsche euch noch einen schönen Abend und bis bald!